Sie sind hier, Tour de Suisse, Tagessieg-Ansage am 10. Juni 2018, 19.04 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Peter Sagan gewann die zweite Etappe der Tour de Suisse. Urheberrecht Getty Images. Bei der Tour de Suisse gewinnt Sprintstar Peter Sagan die zweite Etappe. In der Gesamtwertung verteidigt ein Lokalmatador das gelbe Trikot. Straßenrad-Weltmeister Peter Sagan, Bora Hansgrohe, hat die zweite Etappe der Tour de Suisse gewonnen. Bei der erwarteten Sprintankunft in Frauenfeld verwies der Slowake nach 155 Kilometern den Kolumbianer Fernando Gaviria, Quickstep Floss und den Australier Nathan Haas, Katusha Alpecin, auf die Plätze und sicherte sich damit seinen insgesamt 16. Tageserfolg bei der Radrundfahrt durch die Schweiz. Der Berliner Simon Geschke, Team Sunweb, war mit 10 Sekunden Rückstand als 62. Der beste Deutsche am Ende des 4x zu Absolvierenden und 39 Kilometer langen Rundkurses. Der dreimalige deutsche Straßenradmeister André Greipel, Rostock Lotus Sedal, kam mit 7.27 Minuten Rückstand auf dem enttäuschenden 132. Platz ins Ziel. Das gelbe Trikot behielt Lokalmatador Stefan Küng vom Team BMC Racing. Beim Tourauftakt am Samstag hatte das favorisierte US-amerikanische Team dem Schweizer mit dem Sieg beim Mannschaftszeitfahren zur Führung in der Gesamtwertung verholfen. Die Tour de Suisse ist neben dem Kriterium du Dauphine einer der wichtigsten Härtetests für die Tour de France, 7. bis 29. Juli. Die dritte von 9 Etappen der 82. Auflage startet am Montag in Oberstammheim. Mit 182 Kilometern ist sie der drittlängste Teilabschnitt der diesjährigen Schweizrundfahrt.